Hallo und herzlich willkommen zu unserem Video AC/DC Pro 4 und der Spider Cube in der Praxis. Man sieht hier die RAW-Aufnahmen, die ich mit meiner Kamera gemacht habe. Im ersten Bild meiner Aufnahmesituation habe ich den Spider Cube mitfotografiert. Ich wechsle jetzt in den Verarbeiten-Modus. Dort befindet sich der Entwickeln-Bereich, der alle Einstellmöglichkeiten beinhaltet, die ich für die RAW-Entwicklung brauche. Zuerst kümmere ich mich um den Weißabgleich. Mit der Weißabgleichpipette markiere ich die hellere graue Fläche im Spider Cube. Das ist die lichtführende Seite. Jetzt kümmere ich mich um die Beleuchtung in meinem Bild. Ich aktiviere die Clipping-Funktion. Mit ihr werden mir die zu hellen und zu dunklen Stellen im Bild selber angezeigt. In der Funktion Beleuchtung verändere ich den Schieberegler Lichter so weit, dass kein Clipping in den hellen Stellen des Spider Cubes zu sehen ist. Umgekehrt verändere ich den Schieberegler Schatten so weit, bis in der Lichtfalle des Spider Cube, der dunkelsten Stelle in meinem Bild, das Clipping gerade noch zu sehen ist. Ich bewege jetzt meine Maus unten zu meinem Bild im Filmstreifen. Drücke die rechte Maustaste und wähle die Funktion Einstellungen kopieren. Hier kann ich genau festlegen, welche Einstellungen auf die anderen Bilder kopiert werden sollen. Ich markiere nun die restlichen Bilder im Filmstreifen, die ich in dieser Aufnahmesituation gemacht habe, drücke die rechte Maustaste und wähle die Funktion Einstellen, Einfügen. Die in dem Bild mit dem Spider Cube angewählten Werte übertragen sich nun automatisch auf die restlichen Bilder. Wählt man nun eins dieser Bilder aus und klickt auf Original anzeigen, kann man sehr schön den Unterschied zwischen unbearbeitet und mit AC/DC Pro 4 bearbeitet sehen. Ich finde, bei diesem Bild hier wird der Unterschied besonders deutlich. Der Weißabgleich ist korrekt, die Belichtung ausgewogener. Wechselt man nun zum Verwalten-Modus, sieht man sehr deutlich, dass den bearbeiteten Bildern ein kleines E in der Vorschau hinzugefügt worden ist. AC/DC Pro 4 zeigt damit an, dass die RAW-Dateien im Entwickeln-Modus bearbeitet worden sind. Möchte man diese Bilder nun in ein anderes Dateiformat konvertieren, markiert man diese einfach, wählt die Funktion Stapelverarbeitung, Dateiformat konvertieren an. Hier stehen einem eine große Anzahl an Dateiformaten zur Verfügung. Ich habe mich hier für das sehr kompatible JPEG-Format entschieden. AC/DC Pro 4 konvertiert nun die RAW-Formate mit den von mir angegebenen Einstellungen automatisch in ein JPEG-Format. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.